Okay, ich habe es bereits gefunden. Wie ihr an dem Bildrauschen vielleicht merkt, ist das nicht ganz kompatibel, die Kamera und mein Fernsehgerät. Jetzt ziehe ich dieses Intro hier herein. Diesen Vorspann, den ich hier habe, den brauche ich an und für sich nicht. Das heißt, ich habe jetzt ein Video übers Video gelegt. Jetzt gehe ich an die Position, wo ich schneiden möchte, das ist hier. Hier ist ein schwarzes Bild. Das bedeutet, ich gehe ungefähr hier hin. Ich sage in diesem Fall, da ich das markiert habe, kann ich hier auch schneiden, ohne den oberen Film zu beeinflussen. Gehe hier auf Bearbeiten, Schneiden, Szene schneiden. Den vorderen Teil brauche ich nicht, wieder rechte Maustaste, Objekt löschen und hier gehe ich ebenfalls wieder auf A und B, sage einblenden und habe jetzt den Film über den Film gelegt. Das ist nicht ganz das Ziel, das ich erreichen möchte, sprich ich gehe wieder auf Effekte. In dem Fall muss ich auch wieder Audiofunktionen, Audio vom Video trennen. Jetzt kann ich den Film markieren, sage bearbeiten und jetzt habe ich hier diese Punkte wieder und mache das hier einfach klein. Sehe ich mir das Ganze mal an. Jetzt ist natürlich die Musik etwas zu laut. Dann habe ich hier die Möglichkeit, dass ich hier die Lautstärke regle. Oder ich klicke auf diese Tonspur, auf die rechte Maustaste und sage Lautstärke setzen. Ich versuche es hier mal mit auf minus 6. Das ist schon sehr leise. Aber sonst hört man die Sprache nicht mehr. Hallo Freunde, der Videoschnittbearbeitung Kinofilmversuch. Das gefällt mir immer noch nicht. Jetzt versuche ich hier bei den oberen Film, gehe ich mit der rechten Maustaste drauf, sage Lautstärke setzen und versuche es hier mal auf plus 20. Kann natürlich jetzt sein, hier sehe ich auf der Seite diese blauen Frequenzweiche und wenn die auf Rot schlägt, dann ist es einfach zu laut. Dann muss man mit der Lautstärke runtergehen, sonst habt ihr eine Übertönung und die Übertönung kann man sich dann im Endeffekt nicht ansehen. Hallo Freunde, der Videoschnittbearbeitung Die Musik ist leider etwas zu laut, das heißt mit minus 6 kann ich mich hier nicht zufrieden geben. Ich gehe hier auf minus 12, damit ist es schon sehr, sehr weit unten. Hallo Freunde, der Videoschnittbearbeitung. Ich versuche euch zu zeigen, wie ich mit Magic X. Gut, soweit ist das Projekt jetzt fertig. Jetzt sehe ich, dass mein Video, mein Hintergrundvideo zu lange ist. Ich setze meinen Timeliner wieder hier hin, an das Ende von dem oberen Film und sage hier bearbeiten. Schneiden, Szene schneiden, markiere den hinteren Teil, rechte Maustaste, Objekt löschen, markiere den vorderen Teil, gehe auf A und B und sage ausblenden. Wieder was gelernt? Ja gut, okay. Jetzt habe ich wiederum hinten einen Leerraum, der außer Speicherplatz keinen Nutzen bringt. Ich gehe also wieder hier
auf Bearbeiten, Marker, Bereich über Leerraum, gehe hier auf den Timeliner, rechte Maustaste, Bereich Bearbeiten und gehe hier auf Löschen. Somit habe ich den Leerraum entfernt und verbrauche weniger Speicherressourcen, die für den Computer sehr, sehr wichtig sind. Jetzt sehe ich aber, dass dieser weiße Fleck mich hier ein wenig stört. Jetzt habe ich hier bei Effekte die Möglichkeit, Videoeffekte, und hier gibt es die Option Chrome Key. Ich gehe hier auf Chrome Key und habe hier die Möglichkeit, die weiße Farbe wegzunehmen. Jetzt sieht man das Video und ohne weißer Farbe. Sieht doch gleich ganz anders aus. Der Videoschnitt, Bearbeitung, Kinofilm, Versuche. Und jetzt habe ich das Projekt soweit fertig. Gehe ich hier auf Speichern. Und dann habe ich die Möglichkeit zu brennen oder exportieren. In diesem Fall für dieses Projekt gehe ich auf Exportieren. Sage ihn hier als Videodatei. Da es eine Full HD ist, kann ich HD Qualität 2 nehmen und nehme das Format MPEG 4. Da ich hier mit der höchstmöglichen Auflösung und Qualität fahren kann und sage hier Video speichern. Jetzt bin ich wiederum, macht er diesen Ordner auf. Da gehe ich auf mein Projekt, auf Magic Demo, und er soll mir hier das Projekt exportieren. Also in dem Falle speichern, dann macht sich dieses Fenster auf und hier berechnet MagicX bereits das beide Filme und fügt sie so zusammen, dass es eine Datei ist, die ich jederzeit auf dem Handy, auf dem Fernseher, auf den Computer oder so wie ich es jetzt mache, dann ins Internet stellen und für euch als kleine Stütze es zu konvertieren.